Die russischstämmige Wienerin Margarita Gavrielova ist Expertin für erfolgreiche Liebesbeziehungen. Mit der EFD-Klopftechnik, eine bahnbrechende und höchst effektive Methode, verhilft sie der Damenwelt zu einer unwiderstehlichen Ausstrahlung, mit der sie die Männerwelt im Handumdrehen erobern und dauerhaft halten können. EFT ist eine sehr mächtige Technik, die deine Energie verändern kann, je nachdem, was du willst. In der Liebe zum Beispiel, wenn du merkst, okay, deine Energie reicht nicht aus, um die Aufmerksamkeit eines Mannes zu halten oder überhaupt zu erregen, ja, da kann man ein bisschen was machen und drehen, ja, sodass wir deine Persönlichkeit ändern und du auf einmal neue Dinge an Land ziehst. Was sagst du zu den Frauen, die eben schon seit langem alleine sind und obwohl sie hübsch sind oder erfolgreich, trotzdem keinen Mann finden? Ja. Woran liegt's? Ja, das ist im Prinzip ein emotionales Gewicht, sage ich dazu, ja, das auf ihnen lastet. Die Energie, die einfach nicht anspringt, ja, sie ist nicht weit genug, damit die Männer sie überhaupt sehen, ja. Das heißt, da arbeitet man sich voran, indem man sagt, welche Enttäuschung hast du in ehemalig erlebt, ja, und weswegen verschließt du deine Energie? Die öffnen wir einfach, ja. Viele Männer lernen wiederum sehr schnell nach einer Beziehung Frauen kennen, aber bei den Frauen dauert es länger. Mhm. Haben die Männer das dann quasi schneller verarbeitet oder woran liegt's? Männer verarbeiten prinzipiell schneller, sie sind nicht so emotional wie wir. Wir verdauen viel länger, wir haben Ängste, die wir auf Liebesbasis mehr entwickeln, weil uns die Liebe auch insgesamt wichtiger ist. Den Männern ist ihr Erfolg sehr wichtig. Das heißt, da gibt es ein bisschen einen Unterschied, warum wir uns da schwieriger tun, ja. Wie sollte man mit dem Thema Betrug umgehen? In erster Linie gilt es natürlich zu verzeihen. Aber die Angst kommt dann gleichzeitig, wenn ich verzeihe, was habe ich davon? Der könnte ja wieder fremdgehen und dann verliere ich ihn erst recht. Ja? Das heißt, da muss man zwei Ebenen arbeiten. Einerseits muss die Frau demonstrieren, richtig demonstrieren, dass das nicht in Ordnung ist. Und andererseits schauen wir, wie können wir unsere Energie wieder attraktiv machen, sodass es gar nicht mehr vorkommt. Eine Frau, die jetzt betrogen wird, würdest du sagen, liegt das an ihr, dass sie betrogen wurde oder wie ist das zu verstehen? Leider muss ich sagen, aus Erfahrung ja, weil viele Frauen lassen sich in gehen, passen sich zu sehr an aus Angst, den Mann zu verlieren. Ja, und da entstehen dann viele Momente, die eine Frau leider auch uninteressant wieder machen. Ja. Und somit provoziert sie, dass er fremdgehen könnte, weil er dann woanders die Aufmerksamkeit, die Energie sucht, die das Abenteuer sucht, das sie ihm nicht mehr gibt, weil sie sich nur noch anpasst. Das heißt, Männer bleiben schlussendlich Jäger und brauchen immer wieder das Abenteuer. Ja, und auch wir Frauen, sie haben einen männlichen Anteil in uns, wo auch wir gern jagen, in Wahrheit. Keiner will sich einen Menschen als Partner haben, der sich komplett anpasst, aus Angst. Ja? Das ist ja nicht aufregend. Ja? Wir wollen freiwillig, bedingungslos geliebt werden. Ja? Und dafür ist es ganz gut, wenn wir auch frei bleiben, selbstbewusst bleiben, wenn wir wissen, was wir wert sind. Und dabei helfe ich, diese Energie so umzuwandeln, dass die Kraft von innen nach außen geht, ja. Heute sind wir ja da, um die Liebesblockaden aufzulösen. Das heißt, wir würden so beginnen, dass ich dir die Punkte anzeige, Handkante, Augenbraue, Anfang, seitlich vom Auge und so weiter. Du wiederholst das, ja, indem du genauso an diesen Punkten klopfst. Damit bringen wir dein Energiesystem in Bewegung. Und wenn dein Energiesystem in Bewegung ist, können wir Negatives loslassen. Das heißt, in dem Moment sagen wir zum Beispiel, meine Wut auf diesen Mistkerl, dass er keine Zeit für mich hat. Und während wir klopfen, bewegt sich unser Energiesystem und wir lassen los. Wir bewegen dieses Gefühl und lassen los, ja. Zum Klopfen nehmen wir jetzt unsere Hände. Es ist vollkommen egal, links oder rechts, ja. Wir üben einen leichten Druck auf mit dem Zeigefinger auf dem Daumen zuerst. Genau, ganz leicht beklopfen wir diese Region,
Hier ist ein wichtiger Akupunkturpunkt, ein Meridianpunkt, wo wir Energie ins Fließen bringen können. Und während wir diesen Punkt beklopfen, sprechen wir aus, was uns stört oder was uns blockiert oder was uns wütend macht, nervt, Angst macht. Mhm. Zum Beispiel meine Angst zu versagen. Meine Angst zu versagen. Ja, dann nehmen wir den nächsten Punkt auf dem Zeigefinger, genau, immer seitlich, wo der Nagelfalz ist. Mhm. Wir stimulieren damit wichtige Energiebahnen, bringen Energie in Bewegung. Jetzt sprichst du wieder aus, meine Enttäuschung. Meine Enttäuschung. Spürst die Enttäuschung. Während dem Spüren bewegen wir die Energie im Körper. Während dem Klopfen leiten wir die Energie aus den Füßen in den Boden. Alle Finger sind zum Ausleiten, außer den Ringfinger. Da werden wir dann alles einleiten, was du gern hättest. Mhm. Ja? So, und da beklopfen wir noch und sagen nochmal meine Enttäuschung. Meine Enttäuschung. Du spürst deine Enttäuschung in deinem ganzen Körper. Versuchst du auch zu definieren, wo du im Körper die Enttäuschung spürst? Ist es eine Beklemmung in der Brust? Oder ist es ein flaues Bauchgefühl? Ist es ein Druck am Kopf? Wo kannst du dieses Gefühl wahrnehmen? Vom Hals bis in den Bauch, über die Schulter. Damit sind wir einmal durch. Mhm. Ja. Jetzt würden wir normalerweise zwischen 0 und 10 deine Enttäuschung nochmal skalieren. Ja. Mhm. Wenn die Enttäuschung vorher auf einer 10 war, also Maximum Enttäuschung, müsste sie jetzt schon eine Spur, einen Tick runtergegangen sein. Ja? Dieses ganze Prozedere mit Klopfen und Spüren, diese Kombination macht man ungefähr eine halbe Stunde unter meiner Anleitung, schaut, dass man auf unter 3 kommt und dann können die Energien beginnen, für dich zu arbeiten, statt dich zu blockieren. Jetzt bist du offen für was, wenn nicht so. Ja, das heißt, jetzt willst du wahrscheinlich wissen, welches Mindset es braucht, um tatsächlich herauszugehen und Erfolg zu haben in Beziehung, im Beruf und überall sonst. Ja? Wie viele Sessions benötigt man dafür? Das Tolle an dieser Technik ist, dass du tatsächlich schon ab einer Session unglaubliche Ergebnisse erzielst. Ja? Das heißt, zu mir kommt keiner, der dann sagt, boah, ich weiß nicht, glaube ich dran oder glaube ich nicht dran. Jeder kann das skalieren, messen mit der Zahl vorher und nachher, wie stark ein Gefühl auf ihn gewirkt hat und wie leicht er sich danach fühlt. Die Frage ist eher, wie viele negative Erfahrungen haben wir gemacht, weil pro Sitzung lösen wir eine negative Erfahrung auf. Und wenn jemand jetzt über Jahrzehnte lang schon sehr, sehr viel gelitten hat, erfahren hat, dann ist das ja richtig schon im Blut drin, ja? Es ist konditioniert. Und das zu entstricken, kann schon mal 4 bis 5 Sitzungen dauern, was in Wahrheit nichts ist, wenn man bedenkt, wie lang man in eine Gesprächstherapie oft gehen kann, jahrelang. Du wirst jetzt nach der Session merken, dass sich einige Dinge verändern werden. Prinzipiell merken Frauen sehr stark, wenn sie dann hinausgehen, dass sie anders auf Männer zugehen, dass Männer anders auf sie zugehen, weil oft dachten sie, dass es tatsächlich daran liegt, dass sie vielleicht nicht hübsch genug sind, der Körper vielleicht nicht gut genug ist. Eher diese oberflächlichen Sachen, ja, bis man dann, wenn man dann mit mir zu arbeiten beginnt, merkt man, dass es alles die Energie ist. Die eigene Ausstrahlung, die eigene Energie, die einen dann ausrichtet, die einen, das Verhalten verändert sich, ja, jede Denkweise verändert sich. Und plötzlich braucht man sich aber auch nicht bemühen um einen Mann, ja, sondern die Männer beginnen sich um einen selbst zu bemühen. Weil die Energie, die man ausstrahlt, die spricht dann aus, ich bin offen, ich habe keine Angst. Und dem wollen alle folgen und ebenfalls Männer. Wir brauchen nicht die stärkeren Männer sein, wenn wir unsere Weiblichkeit stark machen. Unsere weibliche Seite kann sehr, sehr viel für uns machen, sehr gut für uns arbeiten. Und wenn wir diese, wir brauchen auch keine Angst haben, uns nicht zu schminken und uns weniger, wir brauchen uns nicht reduzieren. Ja? Wir können sehr wohl unsere Weiblichkeit ausleben, ohne Angst zu haben, woanders Abstriche zu machen, nicht erfolgreich zu sein. Ja? Viele Frauen haben zum Beispiel Angst, erfolgreicher zu sein als ihr eigener Mann, weil
weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass Männer dann spätestens abspringen und sie nicht mehr lieben, weil sie in ihrem Erfolg gedrückt werden, weil sie in ihrer ganzen Persönlichkeit dann zu klein geraten. Ja? Auch das ist kein Problem, wenn die Frau darauf achtet, in der Weiblichkeit zu bleiben und ihre Stärke durch die Weiblichkeit zu generieren. Alle Frauen, die zu lange an einem negativen Gefühl hängen bleiben, die sind in Wirklichkeit, die strahlen diese Weiblichkeit, die Männer anziehend finden, nicht mehr aus. Ja? Das heißt, erster Hack ist, negative Gefühle auflösen und nicht hängen bleiben, leicht wieder verzeihen können, aber trotzdem umsetzen, was man wichtig findet. Zweiter Hack ist, seine Schönheit nicht verstecken, sondern unterstreichen. Sehr, sehr wichtig. Ja? Dritter Hack ist, ja, das machen, was einem Spaß macht, ohne sich anzupassen aufgrund einer Angst. Ja? Wir haben alle Verlustängste, das ist vollkommen normal, weil wir Gewohnheitstiere sind. Das heißt, sobald ich eine Angst habe, einen Mann zu verlieren und mich deswegen beginne anzupassen, beginne ich unattraktiv zu werden. Diese Angst ausleiten mit der Technik und somit hast du deine drei Hacks, wie man perfekt Weiblichkeit lebt. Mein Ziel ist es, meint Gavrilova, meine Praxis am Wiener Schwedenplatz zu einem neuen Hotspot für glückliche Frauen zu machen. Sie haben es verdient, nicht mehr langwierige, zermürbende Therapieprozesse durchgehen zu müssen, sondern vom letzten Stand der Wissenschaft zu profitieren und innerhalb kürzester Zeit befreit von alten Blockaden ein Leben in höchstem Liebespotenzial beginnen zu dürfen.